Shyvana, der Halbdrache. Shyvana ist ein Halbdrache und ihre Magie rührt von einem feurigen Runensplitter her, der in ihrem Herzen lodert. Obwohl sie häufig ihre menschliche Form annimmt, kann sie sich jederzeit in einen furchterregenden Drachen verwandeln. Shyvana ist sich selbst nicht sicher, ob sie nun Mensch oder Bestie ist und versucht verbissen, ihre Kräfte zu meistern, während sie ständig zwischen beiden Formen wechselt. Die endlosen Mysterien, die sich um die geheimnisvollen Drachen ranken, entziehen sich jeglicher Theorie oder Erklärung. Diejenigen, die sich mit dem Thema befassen, sprechen jedoch von uralten Elementarrunen, die in den Blutlinien der Drachen weitervererbt werden. Splitter dieser Runen werden von weiblichen Drachen an ihre erstgeborenen Töchter weitergegeben. Diese Splitter erfüllen den Drachen, der sie trägt, mit der mächtigen Elementarmagie von Wind, Erde, Wasser oder Feuer. Ein solches Drachenei, das tief im Herzen eines äquatorialen Vulkans lag, pulsierte mit den sachten Echos einer Feuerrune. Von ihrer Kraft angezogen, machte sich ein wagemutiger Magier daran, die Runenmagie aus seinem Inneren zu extrahieren, wurde jedoch von der Rückkehr der Drachenmutter unterbrochen. Der Magier floh, hatte jedoch im Chaos unwissentlich bereits das Ei mit seiner eigenen sterblichen Magie versehen. Die Drachenmutter Ifa war erstaunt über die feurig wabernden Energien unter der Schale des Eis, verstand jedoch nicht, dass die Magie verändert worden war. Sie und ihr Gefährte planten ihrem Spross den Namen Shyvana zu geben, um Ifas Erbe zu ehren. Der herbstliche Blutmond kam und ging und als es schließlich Winter wurde, schlüpfte das Ei und ein menschlicher Säugling mit violetter Haut kam zum Vorschein. Als das Kind seinen ersten Atemzug tat und anfing zu weinen, zitterte und bebte sein Körper und nahm schließlich die Gestalt eines Drachen an. Ifa schreckte vor dem abscheulichen Mischwesen zurück und wollte ihr Kind töten. Sie würde ein solches Unwesen, einen Missgriff der Natur, nicht ihrer Blutlinie besudeln lassen. Doch ihr Gefährte verhinderte Shyvanas Tod und nach einem blutigen Kampf schaffte es Shyvanas Vater, zusammen mit dem Neugeborenen zu entkommen. Jahrelang flohen die zwei von Ort zu Ort, um Ifas Rachsucht zu entkommen. Je älter Shyvana wurde, desto größere Probleme hatte sie damit, ihr stürmisches Gemüt und ihre explosiven Kräfte unter Kontrolle zu halten. Ihr Vater half ihr, ihre Drachenform zu kontrollieren, die stets einen mitleidlosen Zorn entfesselte, den sie von ihrer Mutter geerbt hatte. In ihrer menschlichen Gestalt erlitt sie zahlreiche selbst zugefügte Brandwunden und lernte, dass das Leben empfindlich war und nicht alles auf der Welt ohne Konsequenzen in Brand gesteckt werden konnte. Von Zeit zu Zeit löste ihr Drachenfigur das Runenecho in ihrem Herzen aus, welches auf tiefer Ebene mit ihrer Mutter verbunden war. Shyvanas Kraft wuchs und schließlich war sie so groß, dass Ifa die Präsenz ihrer Tochter selbst aus großer Entfernung wahrnehmen konnte. Sie fand das Kind alleine vor und verspottete es mit Geschichten über ihre Herkunft. Sie enthüllte, dass ihr wahrer Vater ein schwacher Mensch war, der ihre noble, drakonische Blutlinie pervertiert hatte. Ihre Mutter würde ausmerzen, was niemals hätte das Licht der Welt erblicken sollen, und griff an. Die junge Shyvana verteidigte sich, so gut sie nur konnte, erlitt jedoch viele Wunden, bevor ihr Vater erschien und sie rettete. Er kämpft mit wildem Zorn, jede Phase seines Seins darauf bedacht, Shyvana mehr Zeit zu verschaffen, und zeigte seiner früheren Gefährtin keine Gnade. Schließlich erlag er jedoch der Hitze von Ifas Drachenfigur und starb. Shyvana hatte kaum Zeit zum Trauern, denn sie musste fliehen. Sie machte sich auf die Suche nach dem Land, von dem ihr Vater ihr immer erzählt hatte. Einem Ort voller Steine, die magische Energien absorbierten und nahe Magie unterdrückten. Als sie die äußeren Grenzgebiete von Demacia erreichte, wusste sie, dass sie fündig geworden war. Das Land selbst wirkte erdrückend und schwer auf sie und es kostete sie große Mühen, ihre Runenkräfte einzusetzen, weswegen sie zumeist in ihrer menschlichen Form verweilte. Hier, so hoffte sie, würde sie ihre Magie gut genug unterdrücken können, um dem Blick ihrer Mutter zu entgehen. Eines Tages folgte Shyvana auf der Jagd nach frischem Fleisch dem Geruch von Blut und stieß in der Wildnis auf einen verletzten Krieger namens Jarvan, der dem Tode nahe war. Obwohl ihr Jagdinstinkt sie dazu drang, dem Menschen den Todesstoß zu versetzen, erkannte ihre menschliche Seite, dass der Mann Hilfe brauchte. In diesem abgelegenen Hügeln von Demacia würde ihn sicherlich niemand finden und ohne Hilfe war er dem Tode geweiht. Auch wenn sie damit rechnete, dass sie dort auf die gleiche Verachtung stoßen würde, die sie schon ihr ganzes Leben erfahren hatte, schleppte Shyvana den bewusstlosen Jarvan zur nächsten Siedlung. Zu ihrer Überraschung hießen die Einwohner sie dort willkommen und dankten ihr für die Rettung des Soldaten.
Sie sah, wie die Dorfbewohner an einem Strang zogen, um Javan wieder gesund zu pflegen, und das, obwohl er für sie ein Fremder war. Zum ersten Mal beobachtete Shyvana etwas, das ihr zuvor unbekannt gewesen war: Kameradschaft. Demacianer passten aufeinander auf, und je mehr sie von der Gesellschaft der Menschen sah, desto größer wurde ihre Sehnsucht, ein Teil von ihr zu sein. Monatelang lebte Shyvana in Frieden, jagte Wildschweine und Silberelche am Tag und kehrte des Nachts in das Dorf zurück, um ihre Beute mit allen zu teilen. Sie erfuhr, dass Javan ein Gefangener des Nachbereichs gewesen und seinen Peinigern entkommen war. Allerdings fühlte er sich unwürdig, zu seinem alten Leben in der Hauptstadt zurückzukehren. Eines Abends vernahm Shyvana das Geräusch von ledernen Schwingen in der Ferne und wusste, dass ihre Mutter erneut gekommen war, um sie zu töten. Der große Drache verwüstete das Land in ihrem Zorn und brannte auf der Suche nach ihrer Töchter Dörfer und Felder mit ihrem feurigen Atem zur Asche. Javan führte die panischen Dorfbewohner zu Zaunkönigswacht, einem schwer befestigten Bollwerk aus solidem Stein, das Schutzboot vor dem alles verschlingenden Drachenfeuer. Shyvana wusste, dass ihre Anwesenheit die Menschen, die sie zu lieben gelernt hatte, in Gefahr bringen würde, und entschloss sich, alleine in die Wildnis zurückzukehren. Als sie im Begriff war zu gehen, konfrontierte Javan sie jedoch, und sie gestand ihm voller Reue, dass sie in Wirklichkeit ein Halbdrache war und sie allein die Schuld am Zorn ihrer Mutter trug, die nun das Land verwüstete. Javan weigerte sich, sie gehen zu lassen. Shyvana hatte sein Leben gerettet. Nun würde er seines für das ihre geben, wenn es sein müsste. Javan schlug vor, Iffa gemeinsam zu bekämpfen, denn er war überzeugt, dass sie mit Hilfe der Dorfbewohner und der Soldaten von Zaunkönigswacht eine Chance gegen das Monster hätten. Von seiner offenkundigen Sorge um sie gerührt, nahm Shyvana sein Angebot an. Nachdem Javan den Dorfbewohnern gezeigt hatte, wie sie an der Seite der Soldaten von Zaunkönigswacht kämpfen konnten, betrat Shyvana eine nahe Ruine, die vollständig aus Magie absorbierenden Petrizid erbaut worden war, und zitterte, als der uralte Stein ihre Kräfte unterdrückte. Die Soldaten und Dorfbewohner versteckten sich in der Nähe, als scharfe Hörner aus Shyvanas Stirn hervorbrachen und sie sich in einem scharlachroten Drachen verwandelte. Sie brüllte und spie brennend heiße Flammen himmelwärts, um ihre Mutter anzulocken. Shyvana hörte das verräterische Schlagen der gewaltigen Schwingen ihrer Mutter, lange bevor Iffa in Sicht kam. Kaum war Iffa erschienen, feuerten die Soldaten Salven aus Petrizidpfeilen auf das Ungetüm, um es zu schwächen. Der große Drache erwiderte das Feuer mit seinen eigenen und röstete Soldaten mitsamt ihrer Rüstungen oder zerteilte sie mit Hilfe ihrer messerscharfen Klauen. Auf Javans Kommando setzten die Dorfbewohner den Beschuss fort, und der Hagel von unterdrückenden Pfeilen ließ nie ab, sodass der Drache nicht aus den Ruinen entkommen konnte. Shyvana stand ihrer Mutter im stolzen Trotz gegenüber, doch Iffa lachte nur. Die Drachenmutter hatte den Zorn ihrer Tochter schon immer unterschätzt. Fangzähne und Klauen rissen Fleisch von Knochen, als die zwei Drachen in einem kolossalen Kampf aufeinander trafen, der die Grundfesten der Ruinen erschütterte. Shyvana bekam einen Flügel ihrer Mutter zu fassen, doch Iffa umschloss den Hals ihrer Tochter mit ihrem gewaltigen Maul. Blut strömte Shyvanas Hals hinab und sie brach zusammen, ihre Gestalt wieder die eines Menschen. Während Iffa über ihr ragte, bereit, dem Leben ein Ende zu setzen, das sie in die Welt gebracht hatte, kanalisierte Shyvana all ihre Trauer und ihren Zorn und entfesselt die Macht der Feuerrune, die durch ihr Blut strömte. Sie grub ihre Klauen ins Fleisch ihrer Mutter und riss ihr das schlagende Herz aus der Brust. Shyvana brüllte triumphierend und verspürte keine Reue, als Iffas Lebenskraft langsam schwand. Vor dem ganzen Dorf ehrte Javan Shyvana für ihren Mut und erklärte, dass sie in Demacia immer ein Zuhause haben würde. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Shyvana das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, und dank Javan verstand sie, dass die Stärke von Demacia in seinem geeinten Willen bestand. Sie fühlte sich geehrt und schwor Javan tief empfundene Treue. Sie bot ihm an, an seiner Seite zu kämpfen, wo immer ihn sein Weg auch hinführen würde. Mit dem Tod des Großdrachen war auch Javans Glaube an seinen eigenen Führungsqualitäten zurückgekehrt, und er fühlte sich endlich dazu bereit, die Reise in seine Heimatstadt anzutreten. Shyvana reiste an seiner Seite zur Hauptstadt, und zusammen trugen sie den Schädel ihrer Mutter, um an ihren glorreichen Triumph zu erinnern. Shyvana wusste, dass Demacia für ein magisches Wesen wie sie gefährlich sein konnte, doch sie hatte sich noch nie zuvor an einem anderen Ort so zugehörig gefühlt. In der Hauptstadt verbleibt Shyvana in ihrer menschlichen Form und verteidigte ihre Adoptivheimat. Ab und zu verschwindet sie jedoch in die Wildnis, um ihre Flügel zu strecken. Sie dient Demacia mit Stolz, weiß aber zugleich, dass sie dem Ruf der Rune, die tief in ihrem Herzen brennt,
eines Tages Folge leisten muss.